Ich habe soeben ein E-Mail von einem Abonnenten erhalten. Er hat mir gesagt, schau dir die H&M-Aktie an. Ich habe gedacht, das ist wirklich eine gute Idee, denn meine Frau kauft all die Kleider für unsere Buben bei H&M. Das ist sicher eine gute Aktie. Und ich war ganz überrascht zu sehen, dass H&M einen Value-Rang hat von 71, also wirklich ein guter Value. Aber dann habe ich auch etwas anderes gesehen. Der Wachstumsrang ist ziemlich schlecht, irgendwo im Bereich der 30er. Darum habe ich mir gesagt, ich schaue auch noch Zara an, Inditex. Inditex ist das Unternehmen, dem Zara gehört. Und der Inditex Value Rang ist genau das Gegenteil von H&M. Er ist sehr tief, dafür ist das Wachstum sehr hoch. Und das ist jetzt etwas sehr Typisches an der Börse. In der Regel, wenn Sie eine Aktie sehen, die sehr schnell wächst, dann ist sie auch teuer. Man ist eher etwas bereit, eher viel dafür zu bezahlen, wenn man erwarten darf, dass man in Zukunft noch viel mehr dafür erhält. Ziemlich logisch. Und wenn etwas schlecht wächst, dann ist man auch nicht unbedingt bereit, den gleichen Preis zu bezahlen. Nicht einverstanden? Das Problem ist, die Börse schaut die ganze Sache nur sehr kurzfristig an, vielleicht ein bisschen wie das Baby. Es schaut auf die letzten paar Monate, vielleicht auch das letzte Jahr. Und wenn dann die Leistung schlecht war, dann wird die Aktie abgestraft. Und ich habe mir dann überlegt, ist es gerechtfertigt, dass H&M abgestraft wird? Und ich habe das gegoogelt. Das ist übrigens ganz einfach. Man geht auf obermatt.com, man geht auf die Seite dieser Aktie und da gibt es einen News-Button. Wenn man da draufklickt, kriegt man die Google-Suchresultate für die neuesten News zu dieser Aktie. Und natürlich, zu oberst oben auf diese Google-Suchresultate, fand ich auch schon eine sehr kritische Stimme. Ich glaube nicht mehr an H&M, hat ein Aktienanalyst gesagt, und ich habe mir den Artikel im Detail angeschaut. Dieser Analyst hatte H&M vor ein paar Jahren gekauft und war sehr enttäuscht, weil die Aktienpreise von H&M gefallen sind. Und dann hat er Folgendes geschrieben, hat gesagt, also ich glaube überhaupt nicht an die Online-Strategie der H&M. Ich sagte, okay, ja, kann sein, falsche Online-Strategie. Hat er auch noch gesagt, und ich glaube nicht an die Store-Strategie, also die Ladenstrategie. Ehrlich gesagt, ist das das Gleiche, oder? Also wenn etwas online nicht richtig ist, ist es vermutlich, weil man zu viel im Laden gemacht hat. Und wenn man zu viel im Laden gemacht hat, ist die Online-Strategie nicht gut. Also für mich ist das der gleiche Punkt. Und der dritte Punkt, der dann auch noch in dem langen Artikel aufgeführt hat, war, und sie sind zu langsam. Mit anderen Worten, er hat einfach gesagt, ich hätte erwartet, dass sie mehr online machen und sie machen das viel zu langsam. Also eigentlich hat er nur einen Punkt gesagt und dieser Punkt ist ein sehr schwacher Punkt. Wenn die Online-Strategie eines Unternehmens nicht stimmt und sich nicht auszahlt, dann lässt sich das ändern. Und ich bin überzeugt, das H&M Management wird die Strategie ändern, wenn sie der Überzeugung ist, dass online besser verkauft werden kann als offline. Aus diesem Grund ist das jetzt eigentlich ein fantastischer Augenblick, H&M-Aktien zu kaufen. Denn zurzeit haben alle das Gefühl, es läuft schlecht. Langfristig gesehen aber ist es absolut unwahrscheinlich, dass das Management von H&M eine dumme Strategie weiterverfolgt. Sie wird es ändern, falls es notwendig ist. Aus diesem Grund habe ich H&M gekauft, denn heute ist es günstig. Das war meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.